darfst weiterspielen, alles ist gut. Ja, wenn mal irgendeiner noch ins Bett geht. Oh, Enrico, gehst du mal bitte ins Bett. Ich bin nicht im Dorf. Na, Mimimi, dann geh zurück. Dann bau dir ein Bett irgendwo hin. Ich bin 5 Minuten bisher gefahren. Da hinten ist die Nacht rum. Genau, sonst kommt die Super Nanny und die bringt dich ins Bett. Freue mich drauf. Meine Freundin war im früheren Leben mal Katze, die möchte den ganzen Tag gekrault werden. Dann geht ins Bett. Nur die Stellen sind unterschiedlich. Das ist manchmal von Tageszeit zu Tageszeit unterschiedlich, ja. Na, momentan rütteln. Das können auch Katzen. Zumindest mein Kater, der mag das ab und an, wenn er den am Rücken krault. Hm? Oh, da steht ein Schild. Bett. Ich sage, ich habe alles beschildert. Aber Treppe hängt doch ein Schild mit Hund. Das haben wir nicht. So, wir sind mal weg, ne? Er kann es ja wegmachen, wenn er sich irgendwie so stört. Hallo, hör auf mit der Scheiße. Guck mal, eine Spinne, ein Zombie, dann Ertrunkener und dann ist doch da hinten irgendwas. Diese explosierenden Viecher, also Alter, diese Creeper, ja, hier ist voll die Action gerade, ist voll die fette Party. Ist noch nie, wie ist das hier? Blade Runner geguckt. Dabei habe ich schon überall jetzt Fackeln hingestellt. Ist auch Creeper. Geht nicht weiter. Ja, merke ich gerade. Ja, da kann ich auch noch. Es hängt wieder alles an Enrico fest, weißt du, weil der es nicht auf die Reihe bekommt, ins Bett zu gehen. Jetzt muss nur noch Baby ins Bett gehen. Ich bin schon im Bett. Ja, dann alle jetzt nochmal ins Bett. Ich bin nicht drauf. Ich bin schon raus aus dem Game. Wie, du bist raus aus dem Game? Damit ihr schlafen gehen könnt. Aber wahrscheinlich, so wie es im Stream aussieht, fehlt noch einer. Also ich bin im Bett. Ich weiß. Ich kann jetzt du auch. Alle sind im Bett. Alles wartet. Och, alles wartet auf dich, ey. Na also, geht doch. Hm? Kennst du, ne? Vergiss es, gibt kein Sterbi mehr. What the fuck? Erwischt. Du machst dir die Tür auf, geht die sitzt der Spinne direkt davor. Du hast Freunde? Kaputt. Das ist ein Loch im Boden. Deswegen führen wir den eigentlich immer zum Wasser, damit wir hier nicht immer sowas reparieren müssen. Ja, zum Wasser bringen müssen. Da war man doch drin, deswegen haben wir Gas drüber gemacht. Ich bin gar nicht zum Wasser. Doch. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Übernimm du mal bitte wieder die Kontrolle. Nö. Ich hab verloren, ich vergiss es. Ja, aber ich hab keinen Bock jetzt hier ständig mal Löcher wieder. Das war jetzt nur das eine Mal.
3 Minuten. Das hätte ich aber auch übrigens hinbekommen, tatsächlich, mit dem Loch. Markus, ich weiß, jetzt hört sich komisch an, das habe ich gerade auch gemerkt. Aber ich hätte tatsächlich das Viech auch gerade zu mir gejagt, dass es explodiert. Das hat kurz auch geklappt. Das Ding ist nicht hochgegangen. So, jetzt wieder alles gut. Passiert. So, jetzt müssen wir erstmal noch die schwebenden Bäume hier wegmachen, die Kevin da lassen. Ich habe keine, was für schwebende Bäume? Ich habe keine Schwebende. Der Ruf eilt dir voraus. Geil. Ja, sitzen Hühner drin. Mach mal zu bitte wieder. Ey! Ja, ich fahr mal Hühner an. Das ist meine Nahrung. Unsere Nahrung. Genau, weg von seinen Frauen. Echt, ja. Genau. Der Enrico hat seine Chicks in den Keller gesperrt. Ja. Aber die Freundin hatte gerade die Eier geklaut. Enrico, Kevs Freundin ist dir an die Eier gegangen. Ja. Der Enrico freut sich, endlich mal jemand anders. Endlich muss ich das nicht mal selber machen. Ja. Endlich muss er nicht mehr alleine Ostern spielen. Auf Eiersuche gehen. Vor allem auf Suche. Der einfach stückt sich am Lachen, stirbt. Schatz, kannst du mal bitte aufhören, welche Samen hier rumzuschleudern? Du vergeudest alles. Ich glaube, ihr habt die Rollen vertauscht. Moment. Er sagt, das ist Siris. Wusste ich, dass Ziegen eigentlich gar keine Funktion in dem Spiel haben? Was hat keine Funktion? Also, Ziegen. Die können das Einzige, was sie machen, ist, wenn du sie wütend machst, versuchen sie dich an der Klippe zu stürzen oder so. Ziegen. Ach so. Wenn sie Ziegen deswegen ist seine Freundin gerade so aggressiv. Hä? Ja, wahrscheinlich. Weil sie keine Funktion hat oder was? Das kann passieren. Sie ist wirklich aggressiv. Das heißt sie auch. Keine Ahnung. Es hieß gerade auf jeden Fall, Ziegen haben keine Funktion. Du sitzt ja neben mir. Hier, ich bin ja im neuen Abteil. Ich hab da unten aber einen Knochen, vielleicht kannst du den damit zähmen. Nein. Gerade Ziegen mit Knochen. Nein, es geht um Wolf, es geht um Wolf. Es geht um Wolfi. Jetzt eben ging es um Ziegen, jetzt geht's auf einmal. Nein, es geht um Wolf. Na, der Satz gerade, ich hab da unten einen Knochen, vielleicht kannst du damit zähmen. Oh, Alter, so war es jetzt nicht gemeint. Das war ein absolut falscher Zusammenhang jetzt. Ich merke gerade, wir sind so ein bisschen wieder auf dieser zweideutigen Schiene abgerutscht. Nein, du lässt dich aber in Ruhe! Der hat Freunde mitgebracht. Du hast verkackt. Ulrika! Du findest gerade nicht rohes Fleisch, oder? Versuch von dem blöden Wolf wegzukommen, lass mich in Ruhe. Was hier, was man schon angemacht hat, oder was? So, mein Dach ist fertig. Wenn ich ein Dach in meinem Kopf war. Ja, du hast 3 Eier, ich weiß. Mehr als du. Ja. Nee, der hat schon 2 Dächer. Guck mal, Schnitzel. Viereckige Schnitzel. Oh, fuck. Egal. Komm mal, Minischweinchen. Hast du in den Spiegel geguckt? Nee, ich guck mir gerade eine von deinen Videos an mit der Facecam. Ich habe keine Facecam, also. Sagst du. Stimmt, das will auch keiner sehen.
Ich glaube, ich mache hier auch noch einen Weg. Das ist jetzt solche Bären. Hm? Ne. Wer ist eigentlich Tokis? Hallo, ich bin ja direkt neben euch. Aber was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Stein und dem normalen Stein? Was ist denn da mit? Ach, Kohle mit drin, ne? Welcher? Wo du jetzt gerade abgebaut hast. Hm. Da ist ein Dorf unter Wasser. Ist mir das Tuki? Weiß ich nicht. Sehe ich das. Aber gibt es irgendwie so Möglichkeiten, wenn du zum Beispiel unter Wasser bauen würdest, oder du kannst ja unter Wasser bauen, sagst du ja, ja. Lange genug die Luft anzuhalten, beziehungsweise Tauchern. Es gibt sowas wie Tränke, die kann man machen für vielleicht für unter Wasser atmen oder so. Aber theoretisch wäre ja mal cool, vielleicht ein Haus unter Wasser zu bauen oder so. Oder überhaupt irgendwas da. Ja, wahrscheinlich nicht. Hier gibt es ein Dorf bei uns in der Nähe unter Wasser. Okay. Hm? Ich weiß nicht, ob das die Bären sind, teilweise, wenn du da irgendwo reintrittst. Baby fixieren. Du hast gerade eins getötet. Ja, da war noch ein Babyschwein. Ja, das weiß ich. So. Habt Essen, komm her. Das ist doch eins. Ja, Babyschnitzel. Gibt doch diese Mini-Schnitzel. Wer hat die eigentlich was Babyschwein gemacht? Ja, beim Kinderschnitzel. Ja, gibt bei Babybett. Oder Kinderschokolade. Babyöl, ne? Ja, Babyöl. Genau. Immer lutschen, bis es weise kommt. Da bekehrst du dich aus, wa? Redest du mit Yvonne? Nein, ich rede mit dir. Was hast du da jetzt? Also du hast jetzt sitzt vorbei oder einfach für den Busch? Ach so, okay. Naja, ist gut. Es wird schon wieder Nacht. Nein, es ist schon wieder Nacht. Nacht. Das heißt gleich wieder ab Richtung Bett oder was? Oh, das ist so schlimm. Ich teile meinen Netflix-Account mit zwei anderen. Und mein Account auch was rein. Doch. Aber ich krieg die ganze Zeit Benachrichtigungen. Sie haben Asterix und Obelix geschaut. Wie fanden Sie das? Ich denke so, hä? Was? Schaut.
Das kriege ich gar nicht. Ich kriege immer irgendwelche Fragen. So habe ich das bei mir beim Maxdome zum Beispiel. Wenn meine Freundin beim Maxdome was guckt, dann kriege ich auch die Nachrichten. Sie hat gerade den Film ausgeliehen und geguckt. Da kannst du nicht mal welche Pornos gucken, ne? Nein, alles gut. Ich weiß ja dann Bescheid und alles, das ist ja kein Problem. Netflix ist ja quasi nur du. Ja, nein, nur du noch, ne? Ja, du, nee, was geht? Nee, nee, Moment, Alter. Ich gucke Family Guy momentan. Relativ viel auf Dings. Über das Handy gucke ich meistens Family Guy momentan. Über Netflix. Oh ja. Alter, wie das Blut auseinandergenommen. Nee, nur was aus der Gefriertruhe rausgeholt. Beinahe vergessen. Warte mal, halt. Du hast irgendwas aus der Gefriertruhe rausgeholt und hast Beine vergessen. Nee, beinahe vergessen aus der Gefriertruhe rausgeholt. Nicht Beine vergessen. War das nicht bei der Faust immer so? Das war da liegen noch Beine rum. Ja, ja. Ich, der Kannibale, ne? Mit 100%. Ich hab da noch so leckeren Arm, so leckeren Arm für dich. Ich habe sogar den Kopf mal in den Kochtopf geschmissen, ne? Ja. Ah, da freue ich mich auch schon echt auf den zweiten Teil. Von The Forest. Hä? Es wird einen zweiten Teil geben. Oh ja, The Purge war geil als Spiel. Dass du entweder die überlebende Seite spielst und damit ab entkommen musst oder du die Angreiferseite, dass das quasi als Online-Spiel ist oder sowas. Das fände ich cool. Ich weiß nicht, kennt ihr The Purge? Ja. Wir haben schon mal gehört, aber. Das ist halt quasi in Amerika, das glaube ich einmal im Jahr ist 24 Stunden sämtliche oder 12 Stunden sämtliche Verbrechen auf Eis gelegt, also quasi auch Mord. Du kannst dann quasi losziehen und irgendwelche Leute wirklich ermorden. Hm? Aber es gibt ein paar Filme dazu, es gibt ein paar Serien dazu, es gibt eine Serie dazu. Aber auch nur 5-6 Folgen oder was sind das? Aber sehr cool. Gemacht. In Real Life, Alter, wenn das da wäre, da würde ich nie nach Amerika fahren. Boah, das ist wirklich. Ja, das ist. Naja, es ist nah dran. Black Friday oder was? Nö, wenn du in Amerika bei jemandem auf dem Grundstück einfach gehst und nur zu fragen, kann er dich erschießen. Das war doch einmal vor einiger Zeit war das doch mal mit einem deutschen Studenten. Der hat damit seinen Kumpel da irgendwie Fußball gespielt, ist der Ball auf dem Hof gegangen von dem Nachbar und dann ist der auf dem Hof gegangen, nur um wirklich den Ball zu holen und also hat der Nachbar den noch erschossen. Es ist aber so, wenn du ja, bei denen hat dir gesagt, der hat gedacht, der hatte den Nachbar gehst, dann, der Nachbar hat ausgesagt und ich dachte, der will mich angreifen und damit war der raus aus der Sache. Ja, wenn jemand fremd auf deinen Grundstück ist, dann kannst du ihn erschießen. Ja. Bei denen geht Waffe zuerst, fragen später. Ist ja, einfach die, so. Weil die extrem lasche Waffengesetze haben in Amerika. Da darf eigentlich quasi. Jeder Depp darf da quasi mit der Waffe rumrennen. Das ist schon, ich hab Wolle gefunden. Oh, jetzt hab ich einen Sheriff. Guck mal, wie das ist. Ich glaube, in einigen Staaten darfst du das. Ich glaube, in einigen Staaten darfst du das sogar offen tragen. Jetzt brauchen wir Eisen. Guck mal, die sind alle nackig. Gott, wie sieht das denn aus? Wer ist nackig? Wohin? Wo muss ich hin? Hierher zu den Schafen. Ja. Guck mal, Schafe, nackige Schafe. Jetzt bist du jetzt nicht vom Balkon runtergesprungen, oder? Jetzt. Oh, jetzt war Eier. Die kannst du hier reinwerfen. Entschuldigung. Ja, Yvonne, die gibt's da. So, für nur noch Zucker. Ein Eimer. Ein bisschen Weizen. Wofür? Ein wenig. So. Ich will einen Kuchen machen. Du musst dir, glaube ich, einen Eimer herstellen. Ich weiß nicht, ob du Ei. Ohne Eisenerz. Hast du keins? Nein. Okay. Also, du hast keins. Hat jemand Eisenerz? Wir wollen einen Eimer herstellen. Ich hab vorhin schon gesagt, sie sollen mal unten in die Höhle reingehen, da gibt's bestimmt genug. Ja, da gibt's in der Höhle. Da war ich schon drin, da war nix an Eisen. Nix drin? Ja, aber die ist groß. Müsst ihr auch graben. Deswegen bin ich ja weggefahren, so, weil ich einfach. Mal was erkunden.
Also ich hatte jetzt genug Eisen. Ich baue mir jetzt einen schönen Automatik. In irgendeiner Höhle sollte wohl Eisenerz geben. Ich habe noch nicht alles da unten erkunden. So. So. Ich höre die Minecraft-Mucke bei jemandem. Ich mag die Pop nicht, die ist nervig. Ich hab's doch ausgemacht. Ich habe Musik auch komplett aus. Ja, du musst mir mal Bescheid sagen, wenn du irgendwelche Viecher hast, ne? Hä? Achso. Stimmt ja, du hast das Headset nicht auf. Nö. Kriegst ja nichts mit. Was wollen wir jetzt sterben zu sparen, oder? Keine Ahnung. Ich Bescheid sagen, wenn ich irgendwelche Viecher höre. Da war eins. Ja, ich glaube, eins hat er nicht. Ich seh dich weitergraben, Meereszeit. Okay, das wird jetzt gar nicht mal so schlecht. Hallo. Schatz, da wo das Alter! Da ist ein Viech! Sterben! Ja. Aber das habe ich jetzt auch nicht kommen. Das habe ich jetzt auch nicht kommen hören. Komm, wir bauen einfach mal die Wand hoch. Jetzt einfach der. Baby geht auf Tauchstation. Oh Gott! Keine Ahnung, aber ich gehe davon aus, dass du einfach nicht. Ja, denken wir schon. Da ist ja auf der einen Seite das Schild, auf der anderen, auf den Außenseiten kann man weiter graben, oder? Theoretisch da, lang, wo die Fackel ist. Leute? Was? Auf der einen Seite unten in der Höhle steht ja das Schild. Ja. Mit der Meeresseite, aber auf den Außenseiten kannst du weiter graben, also quasi da, wo die Steine sind. Ich weiß nur, dass das hinter der Seite definitiv gleich das Wasser kommt. Was links und rechts ist, weiß ich noch nicht. Hab ich noch okay, nicht probiert. Was links und rechts ist, weiß man nicht. Probier es einfach aus. Wenn die Höhle geflutet wird, dann rennen. Einfach das Loch wieder zumachen. Oder zumachen. Das ist nicht wie ein Rohrbruch im echten Leben. Ich sag, jetzt wird ganze Bude überflutet. Nee, das habe ich bisher noch nicht geschafft. Nicht wie bei Röhrig. Ja? Ja, Rohrbruch, Höhle überflutet. Ja. Okay. Hast du was? Bei Yvonne sind wieder losgevögelt. Wie lange wollen wir heute eigentlich überhaupt machen? 14 Uhr, 13 Uhr? 14 Uhr denke ich mal wieder rum. Okay. Oder hat irgendjemand was vor? Naja, wir müssen halt schon noch aufhängen. Und nachher kommt 15 Uhr Formel 1. Aber dann machen wir 14 Uhr Zeit nach Feierabend, dann machen wir danach die Wäsche. Und wenn wir dann alles fertig. Genau. Und dann kann ich um 15 Uhr pünktlich zum Rennen. Bin schon da. Sie muss ja noch deine Bremsstreifen rauswaschen. Das sagst du. Jetzt. Wie gesagt, ich bin mein Minecraft-Projekt jetzt los. Ich sitze jetzt quasi hier nebenan und guck zu und gebe blöde Kommentare ab. Nein, alles gut. Das ist vielleicht jetzt mal so, dass. Es wird eh viel immer mal zwischendurch viel Leerlauf geben, wo einfach nur Sachen gecraftet oder abgebaut werden und alles drum und dran. Ich glaube, deswegen ist auch ein Gronkh mal schon weit über 1200 Folgen gekommen, weil der auch sehr viel mal immer unterwegs war und so. Ich habe wenig Folgen von dem Mann geguckt, muss ich sagen. Zuvor ist habe ich bei ihm mit Begeisterung geguckt. Was denn?
kannst du dann gleich noch ein bisschen Dead by Daylight spielen, ja. Apropos Dead by Daylight, es gibt sogar aktuell einen Grund, warum ich das Spiel wieder spielen würde. Wir können auch mal zwischendurch wieder mit Dead by Daylight ein, wenn Enrico es hat. Aber es gibt nur einen einzigen Grund dafür. Hä? Welches Update wurde kam der letzte raus? Ich habe keine Ahnung, ich habe wirklich kaum noch verfolgt. Resident Evil. Resident Evil. Resident Evil. Resident Evil. Resident Wir haben es noch nicht. Das ist aber auch der einzigste Grund, das nochmal anzufassen, um ja, auch eine Resident Evil Map mit Nemesis zu spielen. Ja gut, wenn ihr Bock drauf hättet, gerade was Baby betrifft und Enrico vor allen Dingen, kann man auch mal wieder das in die Richtung auffassen, natürlich. So mal zwischendurch. Ich glaube, die haben sie momentan auch deaktiviert. So. Ja. Ja gut, es geht ja. Obwohl Markus geht es wahrscheinlich eher mehr oder weniger um den Killer oder um den Überlebenden. Die kloppe ich beide verflucht. Ja, es kommt immer drauf an, was war. Ja gut, wenn der Kill Your Friend spielt, klar, aber wenn du dann sagst, ich bin gewinnen noch. Das war jetzt. Ja, guck mal dann, aber wie gesagt, wir können auch mal als Alternative zu Minecraft mal wieder ein bisschen Dead by Daylight rein. Wir spielen meistens eh untereinander, daher ist es nicht so tragisch. Ich weiß nicht, die Sabrina wird wahrscheinlich dann nicht mehr mit da. Sabrina wird wahrscheinlich dann nicht mehr mit dabei sein, ne? Nein, Sabrina ist raus. Ja, ich habe gesehen, die hat die WhatsApp-Gruppe und die Gruppe hier verlassen. Die wird auch nicht wieder zurückkommen. Für die PlayStation oder was? Erstens das und zweitens, weil es ja auch in der Gruppe einfach immer zu viel Diskussionen gibt. Finde ich schade, dass du da den Schluss gefasst hat. Sie wird auf jeden Fall, falls ihr das seht, auf jeden Fall immer noch ein Teil oder immer ein Teil der Crew bleiben. Und darf natürlich immer. Achso, da kommt ein Viech. Hätte ich wieder ein ganz großes. So, ich warte nur drauf, dass er die Nacht mit überspringt. Ja, dann gehen wir mal Richtung unser Bett, weil dann kann ich nämlich auch die Folge mal beenden. Wir sind immer bei 28 Minuten. Das eine geht gerade Richtung Bett.